Das ist nicht das gleiche wie andere Jobs. Hier siehst du wirklich etwas Verbühtes. Ja, das ist für uns ein grosser Meilenstein. Die Metro Alpine hat jetzt 40 Jahre auf dem Buckel. Seitdem hat man die gleichen Waggons immer im Einsatz gehabt. Und jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, jetzt müssen wir die Wege austauschen, damit wir in der Zukunft wieder komfortable Fahrzeuge anbieten können. Der Wagen ist von Carvatec geliefert worden, von zwei verschiedenen Tiefgängern bis Felskindtal. Da ist er mit dem Kran abgeladen worden. Von denen ist irgendwie mehr etwas angegangen. Die Wege aufzubringen, wir machen das hier mit der Felskindbahn, wo wir einfach die bestehenden Kabinen abgeheicht haben. Und jetzt die zwei Waggons da dran hängen und bis zum Brief bringen und dann quer durch den Tunnel durch. Also es ist eine extrem grosse Herausforderung, wo wir stolz darauf sind, dass das Caraventa so mit grosser Bravour geleistet wird. Der Wagentransport war folgendermaßen: Wir haben im Tal aufgehängt mit 20 Grad Neigung. Wir sind so in den Berg gefahren langsam. Im Berg haben wir ihn zuerst bergseitig am Boden gelassen, auf der Talseite an die Tragseile gehängt, mit dem Fahrwerk fort und dann so gekehrt, gezogen, mit einem Telestapler vorne auf dem Wägeli und hinten am Tragseil hängend mit Flaschen und Rollen bergwärts gezogen, das Niveau halten, bis wir quer sind zur Bahn, so wie wir dann mit mir fortfahren wollten, so haben wir am Boden gestellt. Und dann sind wir auf diesen Wägeli mit mir ins Tunnel gefahren. Jetzt hat man die groben Sachen gemacht, jetzt kommt alles, justieren, einstellen, Elektroschalter her, Fangbremse einstellen, Schlafseil einstellen, es macht alles zusammen. Jetzt ist einfach alles dran, davon. Jetzt auch sieht man dann nicht mehr so viel von Arbeit, man schlüsselt und schraubelt und tut Millimeter und Zehntel Millimeter. Ja, es hat einen Haufen. Vorbereitungen gegeben, kleine Details, dass man dort, wenn es so weit ist, weiss, wie man will. Und hoffen, dass das so funktioniert. Das hat funktioniert, das war aufwendig, zeitintensiv. Aber es ist alles zusammen so gegangen, wie man es vorbereitet hat. Irgendwie kann man sagen, gut, unter dem Strich.